So, und damit hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin's, der Bio, begrüße euch ganz herzlich und freue mich natürlich, dass ihr wieder einschaltet zu einer neuen Video hier zu unserem Trains-Simulator hier in Carbon City. Ja, das ist die zweite Straßenbahn, die verfügbar ist hier in diesem Adder, die wir hier fahren können. Aktuell übernimmt das mal gerade die KI, da wir in der letzten Folge den Zug geschrottet haben. Ja, wunderschön in Einzelteile geflogen. Das ist natürlich eine Straßenbahn, die kennen wir bereits. Den einen oder anderen wird sie natürlich schon bekannt vorkommen, und zwar aus OMSI. Ja, also das ist die gleiche Straßenbahn. Also ich weiß nicht so, es geht so in Richtung halb real, halb fiktiv, alles sowas in der Richtung. Denn das Straßenbahnmodell sieht halt wirklich sehr realistisch aus, das muss man wirklich mal lassen. Ne, wenn wir auch mal hier so ein bisschen mal reinlinsen, sind die Texturen mittlerweile nicht mehr up to date. Ja, also ja, das ist halt eine Simulation, die schon viele, viele Jahre alt ist. Aber zu damaligen Zwecken sah das schon sehr, sehr ordentlich und sehr gut aus. Die Texturen natürlich hier, muss man ganz ehrlich sagen, das Ganze hier in 4K ist natürlich schon von außen hui, von innen fui, sagt man noch immer so schön. Und das ist hier dementsprechend halt auch. Aber ich finde das vollkommen in Ordnung für eine Simulation, die, wie gesagt, schon viele, viele Jahre alt ist. Geht das vollkommen in Ordnung. Das ist Cockpit, ja, von dem Fahrzeug. Und ja, ihr seht schon, sieht natürlich schon deutlich anders aus. Ich muss ganz ehrlich passen, mir fällt der Name nicht mehr ein. Ich weiß auf jeden Fall, dass es aus dem Wien-Addon war. Dass die Straßenbahn, die man dann da halt irgendwie so halb benutzen konnte. Ja, ich habe da schon einige Bilder gesehen, die man da in OMSI zum Beispiel benutzt hat, um da zum Beispiel auf der Linie 107 irgendwo da in Gladbeck zu fahren. Ja, also da gab es mal Videos und Let's Plays und Bilder zu, auf jeden Fall. Oh nein, jetzt sind wir hier schon wieder am Fahrpoint. Da wollt ihr eigentlich nicht hin. Ich springe mal ganz kurz mal zu dem anderen Kollegen. Wenn wir da jetzt nochmal hinkommen. Sehen wir mal, was haben wir hier? Ah, wir haben das Signal bei Gefahr überfahren. Deswegen werden wir wahrscheinlich auch entgleist sein. Na, also ihr seht, also ist schon realistisch, ja. Also wahrscheinlich werde ich da mir irgendwas zerschossen haben. Ne? Also ich würde jetzt fast sagen, dass es irgendein Kombino ist, aber mir fällt der Name jetzt leider absolut echt nicht ein. Das tut mir echt leid. Normalerweise informiere ich mich jetzt. Aber ich bin jetzt nicht davon ausgegangen, dass wir hier ein echtes Modell sehen hier in diesem Addon. Und von daher war ich jetzt, oder bin ich jetzt gerade so ein bisschen perplex hier. So, wir fahren natürlich genau zu der Stelle hin, wo wir entgleist sind. Wenn wir mal lieber wegspringen. So, was haben wir denn hier? Wer bist du? Achso, hier haben wir nochmal das Modell. Na, das ist natürlich schade. Aber hier, wir machen mal schön, ne, wie wir hier durch so einen Megatunnel hier heizen. Also das muss man mal ganz ehrlich sagen, ja, also für damalige Verhältnisse großartig. Und bin eigentlich auch ein bisschen begeistert, dass ich das nochmal rausgekramt habe. Ich meine, der ein oder andere von euch, der hatte natürlich gleich einen Nostalgie-Flash, ja. Der meinte gleich so, boah Leute, das habe ich damals Ewigkeiten gezockt, ja. Das ist natürlich eine coole Sache, wenn man sowas dann mal wieder sieht, ja. Und schade, dass das wahrscheinlich bei vielen total vorbeigegangen ist. Der Train-Simulator. Auch die Töne und sowas, wie sich das Ganze anhört, ist eigentlich schon großartig. So, jetzt können wir hier natürlich mal wieder hinspringen hier und den Kollegen hier beobachten, wie wir hier so lang heizen. Ja, oder heizen, ne? Bin mal gespannt, wie das Ganze jetzt, was das für Auswirkungen hat, weil wir liegen ja da zerschellt an der Straßenkreuzung. Ja, das ist natürlich traumhaft. So. So, wir können jetzt hier zwar auswählen, Fahrplan absolvieren, aber wir können hier, glaube ich, kein neues Fahrzeug setzen, oder? Das ist jetzt nämlich zum Beispiel der Punkt, wo ich sage, ja, wir liegen halt immer noch zerschellt komplett rum hier.
Ich wüsste jetzt auch gar nicht, wie wir das Ganze jetzt hier beseitigen können. Können natürlich auch nichts mehr machen hier. Stopp. Strömeln geht auch nicht. So, Trans Online Browser öffnen. Transit ist offline. Ja, gibt es natürlich auch gleich eine schöne Meldung wieder. Ja, fahren können wir natürlich nicht. Melde Status. So, aufgenommen wurde aufgeführt, entladen, Fahrplan absolvieren. Ja, das geht ja nun nicht. Zug anhalten, das geht auch nicht, wir können nichts. Aber wir können Licht an- und ausmachen. Schade. Ja, dann sind wir mal gespannt, was gleich passiert. Ob wir jetzt da einfach dagegen knallen und einfach mal nichts mehr passiert. Ja, aber hier muss ich sagen, da fehlt mir so ein bisschen die Information, wie das Ganze so hundertprozentig funktioniert. Ich weiß gar nicht, ob man das im Editor macht. Fahrzeuge dazu spawnen, speichern, imperiale Anzeige suchen nach, Bildschirmhilfe. So, ja, da liegen wir, zerschellt. Wenn wir jetzt geradeaus weiterfahren, wäre ich extrem glücklich. Aktuell sieht es danach so aus. Natürlich weiterfahren können. Ja, würde ich mal sagen, Glück im Unglück. Tja, ja, da war das wohl. Wer war das wohl? Ja, wie gesagt, auch hier können wir die Steuerung natürlich wieder ohne Probleme übernehmen. Fahren jetzt hier direkt mal zu dem Freizeitmarkt rein. Wunderschön. Oder fahren direkt dran vorbei. Riverside, Farpoint. Ja, die KI fährt eigentlich hier sehr anständig, sehr ordentlich. Ich glaube, ZZ ist wahrscheinlich ziemlich zügig. So nennt sich das wahrscheinlich. Aber nein. Vielleicht sollte man das. Nee, aber fahren wir jetzt auch lang. Don't walk. Ja. Also ich glaube, da gehört schon einiges zu, so eine große Karte natürlich zu bauen. Wie gesagt, auch das Ganze mit dem Zug wippen und alles sowas. Ja, das kennt man natürlich aus dem Microsoft Train Simulator nicht. Ja, da war das einfach nur. Ich finde das halt immer schade, wenn du denn heute den Microsoft, also den Train Simulator von Dovetail Games spielst und dann das Ganze mal mit Open Rails und dem Microsoft Train Simulator. Wie stur damals diese Züge sich verhalten haben. Sie haben sich ja gar nicht bewegt, ob du jetzt über eine Weiche oder um Kurven gefahren bist oder sowas, ne? In den früheren Pro-Train-Add-ons. Ja, aber ist natürlich hier, also hast du das reinste Geschaukel, ja? Das ist natürlich so fahrphysiktechnisch natürlich schon extrem cool. Also, ja, man muss halt sagen, es war nicht in Trains alles schlecht. Und ich glaube, ich wollte es auch gar nicht schlecht finden, wenn ich mal ehrlich bin. Aber wenn du dann halt irgendwann mal so versteift bist, ja, kommst halt mal so mit in die Jahre. Denn hast du so die ein oder andere Lieblingssimulation, wo keine andere Simulation mehr rankommt. Und das ist ja jetzt heute ja nicht anders, ja, wenn es jetzt um OMSI zum Beispiel geht, bin ich schon sehr eigen, ja. Also, wenn mir da versucht jemand OMSI zum Beispiel malig zu reden, ja, dann soll er es tun, wird aber dabei bei mir auf Granit stoßen. Und so war es damals halt bei dem Microsoft Train Simulator auch gewesen. Ja? Das war dann. Na, nur Pharmakeule hier. Erste Hilfekasten, wie gesagt, hier auch die Texturen. Obwohl sie hier schon deutlich schärfer sind als in dem Hamburg-Add-on, ja, was wir da haben. Aber ich glaube, hier sind noch ein paar Jahre dazwischen, ja, zwischen den Add-ons, die wir hier haben. Sieht das hier natürlich schon alles hochqualitativ aus. Wie gesagt, hier muss man natürlich wieder dazu sagen, 4K, ja, ist natürlich, zerrt das Ganze nochmal extrem, wenn es wahrscheinlich auf einem normalen HD-Bildschirm aussieht. Ich glaube, geht das vollkommen in Ordnung. Aber so, also ich muss ganz ehrlich sagen, also es ist schon eine verdammt hübsche Sache.
Ist schon eine verdammt hübsche Sache. Schade ist hier, dass hier die Linien nicht eingezeigt werden. Ne? Das ist zum Beispiel, sollte ein, war, oder war technisch eigentlich möglich gewesen. Auch hier sehen wir zum Beispiel die Oberleitung, wie die hier dran vorbeizieht. Naja, solche kleinen Fehler, ja, findet man ja eigentlich überall. Und wo wir hier zum Beispiel überall hinfahren können, das ist ja wirklich das reinste Open-World-Gelände hier, was wir ja machen können. Ihr könnt ja überall hinfahren, wo ihr das möchtet. Ja, ihr könnt natürlich hier von vornherein schon, ja, können wir hier schon mit KI-Fahrzeugen starten und können diese dann praktisch übernehmen. Aber ihr könnt auch in der Wagenhalle einfach euch Straßenbahn schnappen und dann losfahren. Ja. Und habt ihr ja gesehen, die Karte ist riesig. Also ohne Shit. Da geht was. So. Dann werden wir mal das nächste Bild machen hier für YouTube. Ja, wie gesagt, kleinere Grafikfehler, die wir da sehen, ne? Dass da zum Beispiel dann irgendwelche Schilder dann irgendwie. Das sieht so ein bisschen aus, als ob das PNG da praktisch halt so ein bisschen überlappt. Aber ich denke mal, es geht in Ordnung. Ich meine, schon alleine, wenn man sich das Ganze halt auch wirklich mal anguckt, das sind hier oben 2D-Texturen hier. Das Licht. Seht ihr das praktisch? Den Lichtkegel? Ja, wie er den Lichtkegel wirft? Ich meine, so sieht es schon echt cool aus. Ja, sieht natürlich aus, als ob das wirklich leuchtet, aber das ist halt einfach nur eine durchsichtige 2D-Textur. Ja, Leute, es war früher nicht anders. Ich meine, die Menschen, die damals in dem Microsoft Train Simulator standen, waren einfach nur 2D-Figuren. Ja. Die habe ich heute für Lotus auch mal gebaut und funktioniert. Es funktioniert heute immer noch. Ja. Wie gesagt, wirklich schade hier ist, dass hier keine Fahrzeuge fahren, aber ich glaube, das hätte die Engine wahrscheinlich nicht so wirklich mitgemacht. Obwohl ich mir das eigentlich nicht vorstellen kann. Eigentlich war ja Train schon sehr schnell. Ich überlege gerade nur tatsächlich, ob ich schon, doch eigentlich schon, doch ich habe fahrbare Fahrzeuge gesehen, und zwar in einem ProTrain Add-on, also ProTrain Perfect 2 Add-on, ja, da war auf jeden Fall, sind da, hier sind wir natürlich auch noch unschöne Fehler hier drinnen, ne? Aber ich denke mal, das geht vollkommen in Ordnung. Ratsch! Guckt euch doch an, wie schön detailliert das Ganze ausgebaut ist hier, ja. Und es läuft doch ruckelfrei, Leute. Hier. Schöne Baustelle hier. Roadwork. Slow. Blinken oder sowas. Zählt hier leider nicht zum Standard. Oh, jetzt fahren wir hier über die Brücke hier. Oh, das könnte auch ganz witzig sein. Gehen wir mal rein hier und schauen uns das Ganze nochmal Spektakel von innen an. Also auch sehr abwechslungsreich, ja, das wollen wir auch mal lassen. Das eignet sich ganz gut hier für so als Demo auf jeden Fall, um mal zu zeigen, was so in Train steckt. Vielleicht wird es der ein oder andere von euch ja auch nicht gewusst haben, dass es sowas gibt. Ja. Ist schon nett. Schon sehr nett. Aber da wäre jetzt hier zum Beispiel hier auf dieser Linie zum Beispiel unsere Stadtbahn schon ziemlich cool gewesen. Ja. Nee, aber was ich eigentlich sagen wollte, ist zum Beispiel fahrbare KI gab es in diesem Addon und da gab es auch zum Beispiel dann so kleinen Spezialsachen, wo ich wirklich gesagt habe, wow, ja. Du bist zum Beispiel mit deinem weiß ich gar nicht mehr, was es war, Interregio, irgendwie sowas, keine Ahnung, mit dem Express, RE, irgendwo hingefahren. Ich weiß gar nicht mehr, welches Addon das war tatsächlich. Da war dann halt so ein Feuerwehreinsatz. Hat richtig gebrannt und alles sowas. Blaulicht stand da vor Ort, die ganz viele Menschen standen dann draußen vor dem Haus und das Haus hatte gebrannt. Und du hast aber diese Flamme schon, also nicht diese Flamme, sondern den Qualm schon Kilometer vorher gesehen oder sowas, ja, wie da so schwarzer Rauch aufging, ja, und du sitzt dann da und denkst dir so, da brennt es doch, oder? Und dann fährst du da vorher und da brennt es wirklich, ja, also das ist schon,
Eine richtig coole Sache. Schaut euch mal hier diese alte Church an, hier auf der rechten Seite. Die Bilder. Cigarettes. Also wenn man das Ganze nicht mit Liebe betitelt, dann weiß ich auch nicht. Also hier ist auf jeden Fall eine wunderschöne Karte entstanden, die so abwechslungsreich ist wie keine andere Karte, die ich aktuell mal immer so angeschaut habe. Ob es jetzt ein Lotus ist, ob es Omsi ist oder weiß ich ja. Hier hast du ja gefühlt einfach alles drin. Und da kommt unser nächster Halt. Wenn du das Ganze natürlich in- und auswendig kennst, diese Open World, ja, Karte, dann weißt du auch natürlich, wie du die Linie so packen kannst. Hier zum Beispiel sind wir aktuell auf der Linie 5 unterwegs, so wie ich es gerade gesehen habe. Und wenn ich jetzt hier unten das so gesehen habe, gab es 5, 15 und 25. Das bin ich mir aber nicht mehr so hundertprozentig sicher. Warte auf Signalfreigabe. Nee, das kann eigentlich mal wieder aus hier. Eigentlich wäre das Fenster hier mal ganz cool, aber ich glaube, da müssen wir raustappen, genau. 25, 5 und 10, also 10, 5 und 25. Wir sind da jetzt aktuell auf der Linie 5 unterwegs. Und ihr seht, ne? Also von der letzten Folge, ja, hauptsächlich Flughafen und freies Gelände, ja, sind wir jetzt hier alles schon durch. Altes Dörfchen, ein bisschen Stadtbahn noch mitgenommen und sowas, ja, also. Ja, da muss man auf jeden Fall sagen, ne? Da haben sie sich echt Mühe gegeben. Parking, ein paar Busse stehen da auch noch rum. Aber wie gesagt, der KI-Verkehr fehlt mir. Boah, das ist natürlich eine Weiche, die eigentlich so... Und dann heizt er da mit 40 da um die Kurven. Ja, nee. Ich fahre nicht, ja, falls irgendwer fragt. Sonst zerdeppe ich hier gleich die nächste Straßenbahn. Nee, aber wie gesagt, ihr könnt euch das auf jeden Fall selbst mal anschauen. Wie gesagt, auf Steam findet ihr dazu das passende Addon Trains Classic Carbon City. So nennt sich das Ganze. Für 9,99 € könnt ihr euch das da kaufen und dann selbst mal Hand anlegen. Wie gesagt, diese beiden Straßenbahnmodelle sind dann mit dabei von der letzten Folge und dieses Modell hier. Und ich finde, dieses Modell ist extrem hübsch. Ja, natürlich, wie gesagt, es kommt der Realität schon sehr nah. Ja, also ich glaube, das ist die gleiche, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Aber wie gesagt, es kann auch wirklich nur täuschen. Hier sehen wir zum Beispiel auch wieder ganz schön, ne, was ich meinte mit diesen Grafikfehler, die wir hier in Trans Classic haben. Nee, aber auf jeden Fall könnt ihr definitiv mal einen Blick da riskieren. Und wenn ihr da natürlich mal so ein paar Ideen habt oder Vorschläge, wie man das Ganze mal ein bisschen spannender machen kann oder zum Beispiel wie doch hier eventuell KI-Fahrzeuge fahren, dann könnt ihr es ja, wie gesagt, gerne mal in die Kommentare schreiben. Und sonst sehen wir uns ja eventuell zu einem nächsten Train-Simulator hier wieder. Ja, mit vielleicht einem weiteren Addon aus der Richtung Straßenbahn. Würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr dabei seid. Und wenn ihr natürlich nichts mehr verpassen wollt, dann drückt auf den Abonnieren-Button, ja, dann seht ihr das Ganze in den nächsten Folgen hoffentlich auch, ja. Dann braucht ihr nicht immer mal vorbeischauen, sondern werdet gleich direkt informiert, falls ein neues Video kommt, hier auf diesem Kanal. Und damit verabschiede ich mich hier, ihr Lieben, ich bedanke mich und hoffe natürlich, dass wir uns wiedersehen. Ciao, tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss.